Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Jenny Han. Bevor es mit dem Experiment losgeht, möchte ich euch nur kurz eine App vorstellen. Und zwar nennt sich diese App Amino. Amino ist eine Community-App und ihr könnt da verschiedenen Communities beitreten, die eure Interesse teilen, wie zum Beispiel Gaming, Anime, Manga, Musik und so weiter und so fort. Und da könnt ihr euch dann mit anderen Mitgliedern austauschen. Ich bin hier zum Beispiel der deutschen Lifehack-Community beigetreten. Und da tauschen sich die Mitglieder über die neuesten Lifehacks aus. Umfragen werden gemacht. Und da könnt ihr sogar eure eigenen YouTube-Lifehack-Videos oder eure Lieblings-Lifehack-Videos posten. Ich habe für euch in der deutschen Lifehack-Community auch einen Johnny-Hunt-Quiz erstellt und da könnt ihr testen, wie gut ihr mich kennt. Das sind ziemlich einfache Fragen dabei, aber auch sehr schwere, die denke ich nur die wenigsten kennen werden. Wir starten mal hier kurz das Quiz. Erste Frage, wie alt ist Johnny Hunt? Das ist eine ziemlich einfache Frage. Ich denke, das werden die meisten hier richtig beantworten können. Ich werde hier jetzt nicht spoilern. Ihr könnt das Quiz gerne mal testen. Link dazu ist in der Beschreibung. Link zur Amino-App ist auch in der Beschreibung. 10 Fragen sind es insgesamt. Mich würde auf jeden Fall auch interessieren, wie viele ihr davon richtig hattet. Das könnt ihr auch hier direkt dann darunter schreiben. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Amino folgen, heißt da Johnny Hunt. Das war's. Wie gesagt, Links sind in der Beschreibung. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Experiment. So, Freunde, was machen wir heute? Heute machen wir höchstwahrscheinlich das letzte Experiment auf diesem Kanal. Also wir erweisen nochmal den Experimenten auf meinem Kanal die letzte Ehre. Ich hole nochmal das komplette Waffenarsenal aus der Scheune. Lasst auf jeden Fall dafür einen Daumen hoch da. Ich will hier mindestens 10.000 Likes auf diesem Video sehen, Freunde. Das wird wirklich höchstwahrscheinlich das letzte Experiment sein. Und heute habe ich auf jeden Fall auch einen Special Guest dabei. Und zwar... Yo, was geht, Mann, Alter? Ja, Freunde, bestimmt könnt ihr euch noch an den japanischen Aluminiumball erinnern. Den habe ich aus Alufolie gemacht, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Auf jeden Fall ist er wirklich sehr fest. Wir werden heute testen, wie stabil er ist, was der so alles aushält. Und ich würde mal sagen, wir fangen hier direkt mit dem ersten Experiment an. Let's go! Ist das Publikum im Kolosseum bereit? Alter Junge, brüll doch das ganze Dorf nicht zusammen, Mann. Doch, die sollen alle wach werden. Die sollen das sehen. Ja. Okay, erstes Experiment. Machete versus japanischer Aluminiumball. Bist du ready? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es sah schon ein bisschen lustig aus, so richtig stumpf. Auf dieser Seite lag der Aluminiumball und es hat ihn ein bisschen eingedrückt. Da ist die Machete eingedrungen und es sieht jetzt einfach aus wie ein Mund. Ja, aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, da wird ein bisschen mehr passieren. Naja, machen wir weiter mit dem nächsten Gerät. Let's go! Ah, er ist mein Finger! Als nächstes ist der Morgenstern dran. Ich denke mal, die Spitze, die wird schon ganz gut eindringen. Let's go! Wow! Krass, also der Morgenstern hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden angerichtet. Den Mund sieht man jetzt gar nicht mehr so gut und ansonsten hat er hier noch so ein Auge bekommen, würde ich mal sagen. Ist sogar ganz schön tief. Hier nochmal so ein ganz kleiner Einschlag, also auf jeden Fall nicht schlecht. Als nächstes ist der Tomahawk dran mit der Spitzenseite und ich muss ganz ehrlich sagen, den Tomahawk, den werde ich schon vermissen. Ich werde alle Waffen vermissen. Okay. Ich werde die Zerberstung vermissen. Ja, let's go, Mann. Wow, ich muss ganz ehrlich sagen, der Tomahawk, der war bisher das heftigste. Schaut euch mal das Loch an, das ist schon so 2 cm tief, also noch heftiger als der Morgenstern. Das war auf jeden Fall eine gute Steigerung, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und jetzt, Freunde, fangen wir an mit der Armbrust. So, wir fangen mit der Zombie-Armbrust an und ich muss ganz ehrlich sagen, die werde ich auch vermissen. Erstmal hier spannen, den Kollegen, den Bolzen schön hier reindrücken, schön hier reinführen und jetzt geht's richtig ab, Mann. 3, 2, 1. Oh, Alter!
Das hier ist das Einschussloch. Geht schon ab, aber nicht so stark wie das vom Tomahawk. Und der Bolzen, den hat es völlig aus dem Leben geballert. Hinten, das ist einfach abgebrochen. Ansonsten ist er ganz schön verbogen. Und die Spitze, die ist auch nicht mehr so die beste. Krass, Mann. Die große Armbrust kommt auf jeden Fall auch nochmal gleich dran. Als nächstes kommt der gute alte Baseballschläger dran. Mein guter Freund. Ja, mit dem haben wir auch schon sehr schöne Zeiten hinter uns. Und leider auch Verluste. Ja, genau. Wir hatten schon mal einen Verlust mit dem Holz-Baseballschläger versus Coca-Cola-Flasche, falls ihr euch noch erinnern könnt. War wirklich eine sehr schöne Zeit. Und ansonsten haust du den jetzt platt wie ein Pfannkuchen, hast du gemeint, ne? Ja, wie ein Pfannkuchen wird er jetzt platt gehauen. Oder wie Schnitzel wird er geprügelt. Okay, let's go, Mann. Let's go. Okay, let's go. Ja? Ja. Oh, der japanische Aluminiumball ist einfach gegen die Kamera geflogen. Und schaut euch das mal an, der Baseballschläger hat doch einen ziemlich großen Schaden angerichtet. Das Ding wurde so heftig zusammengepresst und jetzt fühlt er sich an dieser Stelle einfach so heftig fest an. Ich weiß nicht, wie so ein Titan oder so. Krass, Mann, hätte ich ganz ehrlich gesagt nicht erwartet. Also den kann man auf jeden Fall nochmal nachher schön zusammenkloppen, würde ich mal sagen. Ah, naja, mal schauen. Jetzt kommt die große Armbrust dran. Let's go! 3, 2... 1. Oh. Jawoll! Zwei. Eins. Das hier war der erste Schuss. Leider hat die Slow-Motion-Aufnahme da nicht geklappt. Das ist schon ordentlich tief. Ich würde mal sagen, so 5 bis 6 Zentimeter. Echt krass. Der zweite Schuss war ein Streifschuss. Und hier sieht man wirklich sehr super die ganzen Schichten. Und ansonsten zieht euch das mal rein. Der ist hier reingegangen, hat das hier übelst aufgerissen. Und dann ist er einfach im Peter stecken geblieben, der Bolzen. Nicht schlecht, ey. Heftig. Jetzt kommen wir zum Endgegner, Freunde. So, Freunde, kommen wir zum Endgegner. Der Berserker schlechthin. Kennt ihr noch unseren guten Freund? Ja, Mann, mit der Axt haben wir auch schon so viel durchgemacht. Und ich würde mal sagen, bringen wir es hinter uns. Lass es uns beenden. Let's go. Finish him. Bruh. Hä? Was war das denn? Alter! Schauen wir uns das Endergebnis mal an. Das hier war der erste Schlag, bisschen abgerutscht. Der Ball hat die Axt einfach so abgewehrt. Das hier ist der zweite Schlag, ist gar nicht so tief reingegangen. Also ich würde mal sagen, der japanische Aluminiumball, der ist unzerstörbar. Krass, Freunde. Ja, Freunde, das war's mit dem höchstwahrscheinlich letzten Waffenexperiment. Ihr wisst, wie es ist auf YouTube mit den neuen Richtlinien und so weiter und so fort. Das ist halt nicht gern gesehen. Und ansonsten, ich würde mal sagen, wir haben dem Waffenarsenal die letzte Ehre erwiesen. Ich hoffe, ihr habt das auch getan mit einem Daumen hoch. Ja, das war's. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt und Alex.